Ja, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Avorion. Und in der letzten Folge hatte ich gesagt, beziehungsweise habe ich mich so ein bisschen, ja, nicht dämlich angestellt, sondern ich habe etwas festgestellt, womit ich so nicht gerechnet hätte. Ich wollte ja ein Schiff bauen. Na, der Plan war ja, dass wir, uns dieses Schiff hier bauen. Und ich bin ja durch die Gegend geflogen und hatte ja geguckt, bei unserem Flaggschiff, glaube ich, war das, wie das aussieht, wie wir dieses Schiff am dümmsten bauen. Und dann habe ich ja gesagt, oh mein Gott, wieso, das kostet ja auf einmal Ogonit und das ist so schweineteuer. Ja. Und dann ist mir beim Gucken was aufgefallen. So ganz dezent. Also, das Schiff hier kostet ja Ogonit ohne Ende. Ne, das ist ja normal. Also, kostet Ogonit, ist nicht... nicht reinklatschen. Ist nicht ganz so günstig. Und es sieht echt geil aus. Also, Props gehen auf jeden Fall raus. Aber dann konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen und dachte, Mensch, ja, fliegst mal zurück, wenn du ein bisschen Credits hast und ne, dementsprechend ein paar Ressourcen gefarmt hast. Also ich bin hier stundenlang in Gange, nur hier unten in dem Bereich und sammle da die ganzen Ressourcen raus. Gerade so Trinium und Xanion. Und dann bin ich wieder zurück, weil ich dachte, ja gut, dann baust du eben ein anderes Schiff, weil ich wollte mein Flaggschiff gerne vergrößern. Naja, geh dann so rein. Und in dieser Mod hier ist ja alles anders. Nee, ich gehe dann da so rein und sag dann so, ja, Schiff bauen und... Ja, steh denn hier? wirklich interessant, da passt mal auf. Hat er so Design auswählen? Wie gesagt, ne, hat ja Ogonit gekostet. Dann so wieder auf Mighty Schiffe und sagt, ach komm, nehmen wir das mal. Bomb. Tja, auf einmal kostete es dann doch kein Ogonit mehr, sondern viele Millionen Credits. Und den ganzen anderen Spaß. So, nun bin ich natürlich die ganze Zeit im Überlegen gewesen, Mensch, woran könnte das liegen? Und ich vermute... Guck jetzt mal nebenbei simultan einmal in den Workshop rein, bevor ich ne, mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ich vermute mal, dass es so ist, dass dieses Schiff hier mit den Originalressourcen gebaut wird. Allerdings fehlendes Material wird durch Credits ersetzt. Das ist so das Ding, was ich vermute, was da jetzt Phase ist. Weil anders kann ich mir das irgendwann irgendwie irgendwo nicht mehr vorstellen. Und ist ja auch gar nicht mal so untypisch. Versuche ich nebenbei, während ihr hier seid, einfach mal rauszufinden, was der Kahn im Originalen kostet. Ja, der eine nennt sich Mighty Branko und der hier heißt Mighty Conker. Alles klar. Warum auch nicht? So, Autoren, den sie folgen. Mighty Branko. Schleichwerbung. Aber hat er verdient. Okay, nee. Gut, funktioniert dann auch nicht, weil original kostet dieses Schiff 93 Millionen Credits, 720.000 Eisen und 2.669.000 Xanian plus 3 Millionen Ogonit. Ich baue dieses Schiff jetzt gerade und dann gucken wir doch einfach mal, was dabei denn nachher rumkommt. Ob das hier ein flugfertiges Schiff ist oder ob das hier... nachher richtig nach hinten losgeht. Das Bauen dauert übrigens 4 Stunden. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Der Bau dieses Schiffes dauert 4 Stunden.
ja, habe ich mir definitiv ein bisschen anders vorgestellt. Aber naja, nützt ja nichts, ne? Das heißt, bis das Schiff hier vom Stapel läuft, sind noch ein paar Stunden zu tun. Ich habe das Spiel jetzt tatsächlich schon 3,5 Stunden hier laufen lassen. Also anscheinend entweder muss man sich im Sektor befinden. Ja, dass der nicht entladen wird. Oder irgendwie so nicht. Nun machen wir mal was ganz Cleveres. Stellen uns hier hin. Damit der Sektor nicht mehr entladen wird. Und bauen hier ein Schiff. Das nehmen wir Platzhalter. Bing. So. Dieses Schiff hat natürlich jetzt keine Crew, nix. So, Transporter haben wir nicht mehr, ne? Doch hier. So, fest installieren. Dann sorgen wir mal für ein bisschen Crew hier. Holen uns denn von hier Crew anheuern. 2 Leute. Das ist jetzt einfach nur... Ja, ist klar. Brauchst nicht mehr wieder anzeigen. Das ist jetzt einfach nur, damit der Sektor hier geladen bleibt. So. Weil ich halt wissen will, ob es dementsprechend dann ein bisschen schneller geht, bis das Schiff gebaut ist. Beziehungsweise ob der Timer hier unten weiter durchläuft. Weil man ja auch keine Anzeige kriegt, wann das Schiff fertig ist. Weiß nicht, ich glaube, ich kann da auch nach oben scrollen, wie ich möchte. Da wird nicht viel passieren. Und dadurch, dass ich das ja nur gestern gebaut habe, also für mich gestern. Ja. Gut, gibt's nix. Da machst du nix, da guckst du zu. Da machst du nichts, da guckst du zu. Okay, dann machen wir mal einen Test. Das andere Schiff hier kostet ja auch Ogonit. Beziehungsweise wir suchen uns mal ein anderes Schiff noch zusätzlich, weil ein bisschen was haben wir noch an Kohlen. Der wird sowieso nichts erkannt hier. Er hier kostet normalerweise auch viel Ogonit. Ach, wisst ihr, wir nehmen anderen. Alter, 102 Millionen, 104 Millionen, wow. Nein, aber das kommt eindeutig von der Mod, weil man kann ja vieles hier mit Kohle regeln, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Die grätscht da wohl irgendwie ein bisschen rein. Dann nehmen wir die erstmal. Okay. Ich suche halt noch ein Begleitschiff, was wir mitnehmen können. Was halt als Träger fungiert. Das ist gerade so ein bisschen mein Gedankengang dahinter. T15 Flottencarrier. Das klingt doch gut. Stufe 15 gleich. Naja. Den werden wir uns wohl nicht leisten können. Alter, warum habe ich denn nur teure Schiffe hier? So, den Gurkenhannes haben wir. Oh, ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Das haben wir doch schon, oder nicht? Ah nee, ich glaube, wir haben das Begleitschiff davon. So.
Begleit. Karriere. Von mir ist auch Light Carrier, ist mir egal. Ah, der kommt gleich mit Crew. 258.000 für die Crew? Yeah. Nee, bei dem anderen mussten wir was wegreißen. Aber wir bauen ihn einfach mal. Dann heißt das Ding jetzt Light Carrier. Wir drücken einfach mal bauen. Alle hübs, weil 5 FPS, das dauert im Moment besser, dass man nochmal viele Blöcke halt. Das mögen die Server nicht so. Und trotzdem an dieser Stelle wieder Shoutout an G-Portal. Weil der Server macht's mit. Hier heißt es 37 Minuten 11 Sekunden. Okay. Und das Schiff wurde in Auftrag gegeben. So, dann können wir hier wieder raus. Damit immer wieder Normalität einkehrt. Aha, geht doch. Bam, gehen die FPS auch wieder nach oben. Genau, dann haben wir schon unser zweites Schiffchen hier vorne im Auftrag. Na? Sieht gar nicht mal so unlecker aus. Ich hab da das Gefühl, das ist kein Hangar. Ich werde dieses echt ekelhafte Gefühl nicht los, dass dieses Schiff keinen Hangar besitzt. Oder da unten drinne. Ja, wobei hier. Ups. Aua! Ich hänge beim Schiff. Ach hier, irgendwo habe ich doch gerade irgendwas gesehen. Hier. Was sitzt denn hier hinter? Das sind auch nur hohle Blöcke, ne? Ah, sieht schon geil aus, ey. Eine Gruppe Ehenschiffe. Au! Lol. Ist er da erstmal die Station reingedonnert, ey. Finger weg von meinen Schiffen, sonst stirbst du als erstes, ey. Lol. Das Ding ist im Bauvorschritt schon rapide weiter wie der Hobel hier. Naja, dann würde ich mal sagen, wir hüpfen mal wieder in den anderen Sektor rüber. Weil die beiden Schiffe, die werden dann bewaffnet hier. Und dann schnappen wir uns mit denen als allererstes die ganzen Minen und das. Und schleifen die in einen anderen Sektor rüber. Ein Schiff von den Piraten, viel Spaß. Uh-huh. Hier ins Weltenkreuz. 4 Casinos wollen versorgt werden. Da schleppen wir die dann mit rein. All inclusive der anderen beiden Dinger hier. Und dann Feuer frei. Dass wir langsam aber sicher auch mal an ein paar Talas kommen. Also ich komme ja jetzt schon an Geld, so ist es nicht. Ja, das ist jammern auf hohem Niveau. Ich meine, diese 41 Millionen, die kommen vom Rumstehen. Na, dadurch, dass meine Stationen das produziert haben und verkauft haben. Aber das kann ja nicht so eine Zweck der Aktion sein. Dass das so wenig ist. Ja, und ich hatte mir noch überlegt, so, ach, weißt du, baust du später einen Sektor, wo du alle Sachen, die du brauchst, selber herstellst? Verkauf den ganzen Tennis. Bau dir 1, 2 Schiffwerften und fang an, Schiffe zu produzieren. In der Strategieansicht später will ich dir befehligen. So, nun hat die Sache einen klitzekleinen Haken. Nur so minimalistischen. Das dauert dermaßen endlange, große Schiffe herzustellen. Dass ich vielleicht nicht 2 Schiffswerften, sondern 10 brauche?
Ich hoffe, das Limit ist hier nicht drin, dass es irgendwie nur, keine Ahnung, baue 12 Schiffe oder 10 Schiffe und dann ist fertig. Mehr kannst du nicht, gibt. Weil das wäre schon grausam. So ein Schiffslimit wäre nervig. Na, ich wollte da so ein bisschen Command & Conquer-Vibes mit reinbringen, bloß im Weltraum, bei dem ich dann sage, okay, alles klar. Irgendwie eine Strategie an sich, befehligen die Schiffe damit. Das war so der eigentliche Plan dahinter. Gut, aber das heißt, wir müssen wieder Gas geben und anfangen, Ressourcen zu sammeln. Das heißt, wir schnappen uns die Schiffchen hier. Und jetzt muss ich wieder anders machen. Ihn hier. Ich überlege gerade, wo es noch genügend Asteroiden gibt. Wo wir mal reinlunzen könnten. Wo aber nicht gleich unbedingt ein Schrottplatz in der Nähe ist. Hier gibt es über 1700. Ja, das sieht ja gut aus. Begleitung ist unterwegs und Abflug. So, dann sind die nämlich ja 6 Minuten unterwegs. Wir gucken einmal nach unserer Mine und unserem Achtraum von den Minen. Ja, ganz liebe Grüße zurück nach Wien. Ich habe den Kommentar gerade gelesen. Jetzt weißt du auch ungefähr, was für ein Zeitversatz da drin ist. Sind ein paar Tage. Ne, ich werde es eventuell so machen, dass ich demnächst mal wieder ein paar Tage lang nichts aufnehme. Einfach nur, damit ich wieder ein bisschen mehr aufhole. Dann kann ich auf deine Kommentare nämlich ein bisschen besser darauf eingehen. Aber, ja, wie gesagt, ich mache das echt gerne. Es macht mega viel Laune und wenn du Spaß dran hast, warum nicht? Oh, Piraten greifen den Sektor an. Oh nein. Ich habe ja das Gefühl, bis meine Schiffe wieder angekommen sind, sind die Piraten weg. Jo! Da gab es ein Frühstück erstmal Torpedante. Und? Taler? Naja, 22.000 Credits, das geht noch. Das haben wir aber auch schon besser gesehen, du. Ups. Ja, ich habe hier gar keine Abwrackschiffe drauf. Och nö. Da war ja was. So, in Schiff in Sektor wechseln. Ja, wechsel mal rüber, Alter. Was gab's hier denn noch zu holen? Ich muss mich jetzt erstmal selber auf den neuesten Stand bringen. Eisen und Trinium gab's hier. Na siehste. Irgendwie bewusst gab's. Ich habe ja auch das Gefühl, dass dieser Sektor sich immer weiterentwickelt, ne? Ich weiß ja nicht warum, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl. So, dann gucken wir doch mal rein. Was sagt denn unser Frachtraum hier? Ja, der ist natürlich knüppelgefüllt, ne?
So, Güter handeln. Aktiv Güter verkaufen, ja. Seit Reisfarm, M.O.N.O.K., Handelsposten, Annonek. Pass auf, beliefer mal den Handelsposten hier. Spül mal ein paar Taler in mich, Spül mal ein paar Taler in mich ist auch gut. Spül mal ein paar Taler in meine Kasse, wollte ich ja nicht sagen. So, Wartere. Was soll ich mit Aluminium, weißt du? Was? Zur Beschleunigung ist gering. Ich habe nur gerade was Rotes gesehen. Hat direkt Panik gekriegt. Hier, du kannst das Biotop auch noch mit Wasser beliefern, ne? Ach, bei so einem Biotop macht es schon Sinn. Ah, guck mal. Da wird das direkt weniger. Ah, und auch wieder mehr. Boink. Ja, perfekt. So, seid ihr angekommen da unten irgendwo? Nicht? Eine Minute noch. Oh, Leute. Oh, Leute. Ah, wechseln wir mal hier runter. Auch geil, dass ich eine Essensfabrik da unten habe. Die sich den ganzen Tennis hier anbringen lässt. Hier wäre auch noch eine Schiffserf gewesen. Naja. Upsi. So, war das eh hier? Oh, hier. Kannst gerne an alle drei Stationen liefern, ne? Das weißt du. Verkaufen wir ordentlich. Die Fabrik scheint problemlos zu laufen. Naja, dann. Und ja, gucke mal, da kommt die Kohle doch rein. Da haben wir doch drauf gewartet. Hier, 40 Essen, 40 Essen, 40 Essen. Ich habe nur zwei Andockports, ne? Ja. Oh. Trotzdem. Verkauft hat Essen, Jung. Verkauft. Jetzt fängt er auch wieder an zu produzieren. Dann pass mal auf, nun machen wir mal so ein kleines Invest. So ein kleines, aber feines. Bam. Bam. So. Factory can produce because ingredients are missing. So rum. Boah, wann habe ich das letzte Mal Englisch gesprochen? Oh, my English is so broken. Scheibengleister. So, hier, Kollege, ne? Hau rein. Eigentlich könnte man das Weizen auch mit verschachteln. So, aber das ist gut, denn wir haben das Essen wenigstens los und das spült uns mal wieder ordentlich ein paar Taler rein. Hier, Wasser 2 verkaufte Energiezellen. Ich weiß auch nicht, warum das Ding Wasser 2 heißt. Das muss ich unbedingt noch fixen. Weil noch geht das. Im späteren Spielverlauf werden wir damit ein massives Problem bekommen. Aber so richtig massiv. Was seid ihr da? Sehr schön. In Schiff in Vektor wechseln. Gucken, was uns hier Schönes erwartet. Wir sind ja nicht so. Nö, sind ja flexibel da, sind wir ja. Moin, Meister. Oh, 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 oh. Ja, die Jäger sind anscheinend noch ein bisschen überfordert und wissen noch nicht so recht, was sie machen sollen. Aber wir sagen Autopilot, Asteroiden abbauen, geben den Befehl einfach mal von vorne. Kollege? Komm schon. Der nimmt den Abbaubefehl, den guten Alten. Geht der? Sowas vom Wahnsinn. Den gehen wir aus dem Autopiloten mal raus und sorgen, wie der Asteroiden erbauen.
Eigentlich musst du doch bloß... Der Auftrag ist doch total easy. Flieg los, Kartoffelbrei. Ich glaube, der ist komplett überfordert. F, Befehle, Stopp. Bitte docken Sie alle anderen Schiffe an. Oh ja, das funktioniert so richtig gut wieder mit dem Andocken. Entschuldigung. Ich hab gesagt, ihr sollt andocken. Komm nach Hause. Also irgendwie ist hier mein Ladekabel im Weg, ey. War schon so ein riesen Schreibtisch mit so einem riesen Mauspad und trotzdem ist hier der ganze Kram im Weg. Mann, 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 Mann. Ich hab schon 3 Meter Schreibtisch. Wohin soll es noch gehen? So, alle gelandet? So. Ja, denn hier, Autopilot. Nee, erstmal hier Knarre aus und dann Autopilot Asteroiden abbauen, bitte. Danke. Er ist so hemmungslos überfordert. Der weiß gar nicht, was er zuerst abbauen soll. Pass mal auf, dann eben Plan Bios. Raus hier! Wir müssen hier raus! Aua! Och nö! Halt! Oh! Eventuell sollten wir vorher nochmal unser Inventar leeren. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. So, gib mal Volldampf da. Dreh dich mal in die richtige Richtung und Abfahrt. Oh. Da kommt die Schlange hinterher, ey. Da kommt die Ressourcenschlange angekrochen. Ich würde mich auch tierisch darüber freuen, wenn ich nicht wüsste. Oh, dass ich gleich in die Station sende, das fände ich cool. Wenn ich nicht wüsste, dass es am Ende des Tages ja so ist, dass die Ressourcen hier einfach nur ein Witz sind, weil es so schön teuer ist alles. Aber so lohnt sich das Farmen wenigstens, finde ich. Also so lohnt sich das richtig. So, Autopilot, Asteroiden abbauen. Das habe ich mir nämlich schon irgendwo gedacht. Du musst aus dem Asteroidenfeld raus, damit die hier vernünftig anfliegen können. Und dann tun sie auch was. Ach, schön. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das ganz einfach. Ihr seht ja, was ich hier am Machen bin. Ich mache mal einen kleinen Cut. Ne? Mein hier noch ein bisschen fleißig weiter. Und wenn die nächste Folge kommt, mit etwas Glück, ist dann eins von unseren Schiffen im Startsektor schon fertig. Und ich würde sagen, dann machen wir damit weiter, dass wir die Karre dann mal ausstatten. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Runde. Und tschüss.